Ja, grüßt euch. Ich bin der Sören von der Trader Like Dreamers, spiele Gitarre und hier ist mein Kollege. Mein Name ist Jasper und ich schreie in der Band und wir sind hier gerade auf dieser großartigen Gorilla Home Fires Tour mit Lighty Anchor am Start und heute sind wir astrein in Wiesbaden. Nicht vergessen. Das stimmt, Storyteller sind auch am Start. Die seht ihr auch bei diesem Blog, Videoblog auch noch und Lighty Anchor seht ihr auch noch und ja, wir sind ziemlich froh, hier zu sein. Wir haben gerade ein paar neue Songs geschrieben und die released und ja, mit Light Your Anchor zusammen. Hat uns lange Zeit doch ein bisschen Arbeit gekostet, aber wir sind echt stolz drauf inzwischen. Ja, absolut. Und, das zeigen wir jetzt mal der Welt und fahren rum. Und da hinten pöbeln Leute und jetzt drehe ich mich um und sage, dann könnt ihr bitte ein bisschen leise sein, wir machen gerade ein Interview. Nein, ist nicht schlimm, alles cool. Und ja, wir sind hier, wir haben Bock, wir haben gerade gespielt, Light Your Anchor spielen gerade so, wir wechseln immer ab, so mal spielt der zum Schluss, mal spielt der zum Schluss und worum geht's in dieser Musik? Sag's mir so. Warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Wir wollen ja gesagt, wir sollen ein bisschen was über Kreativität sagen und warum wir das machen und wir kriegen keine Kohle, werden nicht reich. Nee, wir bezahlen Kohle und werden arm, ja, das stimmt. Aber nicht im Herzen. Das stimmt. Ja, warum machen wir das? Ich würde sagen, um Leute zu erreichen erstmal, um eine gute Zeit zu haben auf jeden Fall, also ein bisschen aus dem Alltag rausbrechen und ja, ich weiß nicht, eine kreative Ader hatte ich irgendwie schon immer und ist einfach so mein Mittel, einfach Musik zu machen und ja, auf meine Art und Weise als ja auch Hauptsongschreiber der Band einfach ja, Musik an Leute zu bringen, die mir gefällt in erster Linie und hoffentlich dann halt auch den anderen. Ja. Also dieser Schaffensprozess, ich meine, die letzten Platten so, wir haben stundenlang Mucke gemacht so und das ist halt absolut diese Kreativität, die aus einem herausbricht so ungefähr. Ich meine, wir haben unsere Dayjobs so, die sind auch cool, bei mir zumindest, ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Job, aber dieser Musikgedanke, der ist halt immer so ein Faktor, wo man immer so schafft, etwas zu bewegen so ungefähr, wo so eine Passion oder irgendwie auch so ein Druckventil, das rauszulassen und man kann kreativ sein, man die Sachen, die so um einen rumschwirben, und rumfliegen so ungefähr, die in dem Kopf sind, die kann man da quasi in einen Text packen, eine Emotion packen und das ist halt 100%, warum wir Musik machen. Also eine Emotion zu verpacken, die in uns drin ist und die einfach nach außen zu lassen, so ein Druckventil zwischen der Realität draußen und selber und vielleicht das, wo wir hinwollen so ungefähr. Und was Sören gerade gesagt hat, jeder, der Tread Like Judas kennt, weiß ja, dass wir nicht nur Musik um des Musikseins willen machen, sondern dass wir auch was zu sagen haben. Also egal, ob das eine politische oder eine ethische oder was auch immer für eine Ansage machen, das ist halt super, super wichtig und wie gesagt, jeder Trader kennt, der weiß, wir arbeiten mit verschiedensten Organisationen zusammen, mit der Hardcore Help Foundation, wir haben letzte Woche erst ein paar hundert Euro an ein Flüchtlingsheim gespendet, weil wir sagen, alle Menschen sind auf der Welt gleich und egal wo sie herkommen, jeder sollte die Chance haben auf ein gutes Leben. Und wir hier in Deutschland haben einfach mal das beste Leben. So, klar gibt es Menschen, denen geht es auch nicht so gut, aber Menschen, die irgendwie vor Krieg oder was auch immer flüchten, geht es einfach tausendmal schlimmer. Die stehen zwischen Tod und Nicht-Tod. Und ja, jeder Mensch, der in Deutschland ist, kann potenziell was draus machen, sage ich mal. Und deswegen sagen wir, Alter, no borders, Alter, alle sind gleich. Und das ist zum Beispiel eine politische Sache, wo wir sagen, dafür brauchen wir auch Musik. Ich kann mich zu Hause auch hinsetzen und das auch natürlich auch vielen Leuten erzählen. Das mache ich natürlich auch, Kumpels, wir reden darüber, wir reden viel über sowas. Aber es ist quasi Medium-Musik und wir gehen in dieses Medium und gehen auf die Straße und sagen klar unser Statement, weil wir denken, es gibt so viel Idioten, auch wenn man gerade mal wieder, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, gerade Wahlergebnisse Baden-Württemberg und so weiter, ohne jetzt irgendwie auf politische Sachen einzugehen, sowas was Pegidas oder auch politische Inhalte von der AfD oder so, da sagen wir so, Alter, das ist nicht unser Business. Damit wollen wir nicht, dass sowas passiert. Solche Gedanken, die dort zum Teil vertreten werden, gab es vor einer Zeit, wo wir nicht wieder hin möchten. Und deswegen sagen wir, wir müssen jetzt was tun und das machen wir schon lange. Und dieses Statement auf die Straße zu bringen, nicht nur Musik zu machen, sondern auch was zu sagen zu haben. Und das ist ein bisschen vergessen geraten in dieser Musikszene.
vielen, vielen, vielen geht's um. Tschüss. Vielen geht's um Fame. Man muss ja irgendwie die besten, meisten Merch verkaufen. Man muss irgendwie, keine Ahnung, die fettesten Festivals spielen, irgendwie, um sich selber geil zu fühlen. Aber klar, es ist auch geil, aber es geht auch einfach um mehr. Es geht um Ausdruck, es geht um Ausdruck von Kreativität, Ausdruck von Passionen, die 100% das ausmachen, was wir sind, was wir machen möchten. Und das natürlich noch als dritten Punkt einfach als Sprachrohr zu benutzen, um Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreicht. So, ich meine, es gibt so viele Kids, egal ob die nun 18 oder sowas sind, die ist echt verrückt. Die machen einfach hier einfach die Mucke laut, Alter. Und dieses Sprachrohr ist halt, denke ich mal, ein Faktor auch. Also, oder für mich sogar einer der wichtigsten Faktoren, irgendwie diese Welt so ein ganz bisschen oder Optionen aufzuzeigen, was man nicht, ich will nicht sagen besser, aber vielleicht anders machen kann, weil es passiert ganz schön viel Scheiße auf dieser Welt und da denken wir, dass wir Leute zum Nachdenken anregen wollen und wir merken, ich habe gerade wieder Resonanzen auch aus dem Internet, Leute und schreiben, ja krass, wir hören auf eure Show, was ihr da gesagt habt, es hat uns irgendwie berührt und darüber haben wir nachgedacht und es hat vielleicht unser Leben ein bisschen verändert oder auch das Leben unserer Mitmenschen ein bisschen verändert und darum geht es, glaube ich. Also für dich als Sänger auf jeden Fall, denke ich mal. Also ich habe noch natürlich den Anspruch, irgendwie meine Lust auf Gitarre spielen und da irgendwie reinzubringen. So, ich meine, ich mache das jetzt schon ziemlich lange und das weiß ich nicht. Also das ist immer so die schwierige Entscheidung. All das, was wir zu Hause dann halt zurücklassen, sei es Freundin, der Hund, das Kind oder was auch immer, das ist halt ja krass viel, finde ich. Mhm. Aber trotzdem hat man halt auch diesen Wunsch oder ich halt, diese Musik zu machen und darum geht es mir eigentlich, ich weiß nicht. Also natürlich hat man auch die gute Zeit mit allen zusammen. Absolut. Und auch gerade heute hier die ganze Tour, das ist alles super geil. Und geil. Dankeschön. Danke. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht. Also da gibt es einen vierten Faktor. Es macht einfach sau Bock. Also so, oder? Ja, also, klar. Auf jeden Fall. Und sonst würde man das wahrscheinlich nicht wieder so komplett durchziehen. Genau. Also ich meine, wie viele Jahre machen wir Sammusik? Fünf? Also ja, wir fünf, beide ja. So. Das sind schon ein paar Jährchen. Und ich meine, wir waren letztes Jahr in Brasilien auf Tour. Wir spielen nächste Woche in Afrika auf Tour, also wir haben ein Festival in Nairobi, spielen wir und wir entdecken die Welt durch Musik. Ja, hätte ich so auch nicht machen. Also Brasilien wäre nicht mein erstes Land gewesen, um das ich so privat geflogen wäre. Es ist schon ein großes Ding, das einfach mit der Band halt hinzubekommen. Ja. Und das ist natürlich auch irgendwie über die Jahre einfach eine Familie geworden. Also wir sind halt ein Dreamteam so und jeder weiß genau, was der andere macht. So, wir sind halt fünf Brüder, die unterwegs sind. Hört sich komisch an, ist aber so, ne? Also, ja. Ja. Ja, also zusammengefasst, eigentlich eine Message verbreiten ist uns sehr wichtig. Mhm. Gute Musik schreiben natürlich. Mhm. Und das alles in Kombination mit den Leuten, die es hoffentlich abfeiern. Und das macht eine gute Zeit. Ja, das macht eine gute Zeit. Kurz, man hat nämlich nur so ganz, ganz wenig Zeit auf dieser Erde. Und das die stimmt. Sollte man sowohl positiv nutzen, um irgendwas Cooles zu machen, aber auch für sich natürlich cool machen. Und wenn man das schafft, alles in Einklang zu bringen, dann bei uns. Dann sind wir, ja. Genau. Ja. So grob. Danke. Ja.